Guten Morgen, liebe Tarot-Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Willkommen zu einer neuen Tageskartenlegung. Lasst uns anschauen, was heute alles so möglich ist und was nicht. Erste Botschaft, zweite Botschaft. Dritte Botschaft. So, was ist denn heute alles möglich? Lasst uns mal schauen. Hier ist eine Klärung in Sicht. Einige, natürlich nicht alle, aber ein paar wird es so treffen, dass ihr womöglich heute einen Gerichtstermin habt. Hier ist sogar eine Scheidung möglich, ja, weil auf den drei der Kelchen sehen wir ein Ehepaar. Oder irgendeine gerichtliche Auseinandersetzung, ja. Vielleicht haben wirklich einige von euch heute einen Scheidungstermin. Ich bin mir bewusst, dass es nur einen kleinen Anteil von euch treffen kann, ja, diese Aussage, aber das ist hier möglich. Sehr stark die Tendenz, dass es hier zu einer guten Einigung kommt. Generell ist hier eine Auseinandersetzung zu sehen, ja, allgemein. Eine Auseinandersetzung, bei der es zu einer guten Ausgangslage kommt. Ja. Ja, und sehr stark auch die Tendenz, dass man mit dieser Angelegenheit hier abschließen kann, dass ihr hier das bekommt, was ihr euch erhofft habt oder so das Minimum von dem bekommt, was ihr euch hier gewünscht habt, ja. Sehr, sehr stark die Tendenz, ich kann es abhaken. Es ist erledigt und gut ist und umso besser und jetzt geht es mir gut. Ich will gar nicht sagen oder ich will gar nicht nachschauen, in welchem Bereich das sein kann. Ihr seid alle in verschiedensten Situationen. Ja, deswegen halte ich mich immer sehr, so bei Allgemeinlegung sowieso, halte ich mich immer sehr allgemein. Und allgemein kann ich hier zusammenfassen, ja, dass ihr hier irgendwas abhaken könnt. Irgendeine Angelegenheit, die euch wahrscheinlich Sorgen bereitet hat, ja, oder die emotional zu einem gewissen Durcheinander in der Vergangenheit geführt hat. Vergangenheit muss auch nicht die große Vergangenheit sein. Vergangenheit kann gestern gewesen sein und heute erledigt es sich, ja, zum Beispiel. Okay, lasst uns die zweite Botschaft anschauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir den Teufel. Hier haben wir sehr, sehr starke Emotionen. Könnte emotional ein schwieriger Tag werden. Sehr, sehr starke Emotionen. Schwere Emotionen. Vielleicht habt ihr heute Probleme, euch in Schach zu halten. Vielleicht habt ihr das Gefühl oder das Bedürfnis, irgendwas machen zu wollen, ja? Warum? Weil es emotional in euch vielleicht kocht und brodelt. Und es fällt euch schwer, euch zurückzuhalten. Hat wahrscheinlich mit einem Mann zu tun. Hier könnte euch aber auch das Tarot raten, diese Emotionen quasi, ja, diese Emotionen. Zum Beispiel zu verarbeiten oder in Schach zu halten, indem ihr euch mehr auf die Arbeit konzentriert. Oder zumindest heute, ja. Also Emotionen haben ja die Eigenschaft, dass sie sich verändern können. Es ist gut möglich, dass es euch morgen wieder anders geht, dass ihr
quasi nur noch heute überstehen müsst, ja, irgendwie heute überstehen müsst. Ja, das ist hier die Tendenz und das ist ja auch der Ratschlag an euch, vielleicht tatsächlich in Arbeit zu gehen, in das Hobby zu gehen heute und versuchen, die Kontrolle zu erlangen in Bezug auf diese schwierigen Emotionen, die ihr hier habt. Ja, es wird besser, sagt das Tarot. Ihr müsst nur heute überstehen. Also morgen kann die Welt tatsächlich anders aussehen. Ich weiß nicht oder ich kann es euch nicht versprechen, dass das bereits morgen der Fall sein wird, ja. Aber in der Zukunft wird die Welt, eure emotionale Welt anders aussehen. Also hier ist es etwas wirklich auf der emotionalen Ebene. Es gibt halt einfach Tage, wo wir uns nicht so gut fühlen, ja, vor allem Frauen erleben gewisse Schwankungen innerhalb eines Monats, von daher einfach überstehen, ja, und am nächsten Tag geht es euch bestimmt schon besser. Oder am übernächsten. Okay, dann lasst uns die dritte Botschaft anschauen. Ja, ich glaube, hier geht es wieder emotional weiter, das, was wir eben schon hier gesehen haben, weil im Grunde genommen ist hier die Botschaft an euch, heute ist es wahrscheinlich wichtig, keine Entscheidung zu treffen, was euer Gefühlsleben anbetrifft. Ja, hier rät euch das darum, in euch zu gehen, heute nicht zu entscheiden, euch heute Zeit für euch zu nehmen, ja. Heute ist kein Tag, um irgendwelche Entscheidungen zu fällen, um irgendwas zu machen auf der Ebene der Beziehung. Es kann sein, dass diese Situation hervorgerufen wird durch irgendeine Nachricht von einem Mann, ja, dass er heute irgendwas macht, was dazu führen könnte, dass ihr euch hier die Frage stellt, ja, was mache ich denn damit? Ja, heute gar nichts. Ja, liebe Damen, liebe Herren, heute solltet ihr gar nichts tun. Rät euch das Tarot, ja, man muss auch nicht sofort entscheiden, ja, man muss nicht sofort irgendwelche Veränderungen verursachen. Heute ist es nicht an der Zeit, sagt das Tarot. Ja, schlaft mal eine Nacht drüber. Ich rate euch sogar mehr. Ich rate euch 4, 5 Nächte drüber zu schlafen. Das kann hier wirklich alles Mögliche sein. Es kann sein, zum Beispiel, dass ihr heute merkt, dass sich irgendein Mann für euch interessiert und ihr nicht so recht wisst, wie ihr damit umzugehen habt. Ja, es kann sein, dass sich irgendein Mann meldet und ihr auch nicht wirklich wisst, ja, was ist damit zu tun. Wenn man nicht weiß, was damit zu tun ist, ist das immer ein Anzeichen dafür, dass man sich Zeit geben sollte. Das ist doch klar. Also wenn Frauen zum Beispiel Kontakt zu zwei Männern pflegen, platonischen Kontakt, natürlich platonisch, und ja, nicht wissen, wer es denn eigentlich werden soll. Was ist das denn? Das ist ein Zeichen dafür, dass die Frau sich Zeit nehmen sollte, ja, weil sie beide noch zu wenig kennt, um überhaupt eine Richtung zu geben, ja, um sich überhaupt entscheiden zu können. Und immer, wenn man nicht weiß, was man zu tun hat, das ist immer ein Anzeichen dafür, dass man Zeit braucht. Und hier braucht es Zeit. Ja, hier sagt das Tarot, heute nicht. Heute hast du nichts zu entscheiden. Also heute ziemlich emotionale Botschaften, Mädels. Ich weiß nicht, was da bei euch los ist und Jungs. Aber manchmal ist es halt auch wichtig, ja, das zu hören. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis bald, bis morgen.